Nochmal eine Erinnerungsdoku machen, sonst wäre ich wieder nicht, was ich geschafft habe. Also hier das Beet, das weiß ich noch, oder glaube es zu wissen, da habe ich nur Stroh drüber. Und habe dann irgendeinen Buschbohnen oder sowas gepflanzt, weiß ich nicht mehr genau. So ist auch egal, da steht es irgendwo. Buschbohnen, so, so, ups. Buschbohnen, genau, ja, richtig erkannt. So. Und hier habe ich dann Lauch gesetzt, allerdings mit einer Karton, mit einem Karton drunter. So, einen und da nichts. Und da kann man den Vergleich hier schon mal sehen. Und jetzt habe ich hier in Erinnerung an die Frau, also im Internet, und dem, da gibt es noch einen Herrn, der auch alles mit Stroh abdeckt. Den finde ich auch nicht schlecht. Der hat sogar ein Buch geschrieben darüber. Ich habe mir das nicht gekauft, aber ich habe es mal angeguckt, was er so schafft. Und von dem stammt ja eigentlich die Idee mit der einen Pappe. Weil ich gedacht habe, was der mit Stroh macht, mache ich mit der Pappe. Aber okay, weiß nicht, ob es gleich ist. Und das hier stammt von dieser Sicherheitsfrau. Die hat 3 Schichten gemacht. Pappe, Erde, Gras und das 3-mal übereinander. Und das hat sie dann. Und da habe ich mir erst überlegt, warum macht die das 3-fach? Aber ich glaube, die Frau ist clever. Ich habe mit einer Pappe, kommt eine Pflanze, wächst durch und dann ist es schon wieder oben. Und diese Dreifachschichtung, die ist schon. Und das hier ist jetzt 2-fach Pappe. Und zwar geht es so, Originalboden, Pappe. Boden, Pappe, Boden, Stroh. So habe ich es jetzt hier gemacht. Und wie ich jetzt weiterverfahre, weiß ich nicht. Kommt auf Ordnung, was ich drauf anbaue. Aber ich stelle mir vor, dass ich hier so kleine Löcher durch die erste Pappe mache. Wenn mir es gelingt, meine ich. Oder. Und dann setze ich da. Ja, keine Ahnung. Wenn wir sehen. Oder aber man hätte so einen Flachwurzler, so Rauke und sowas. Und da könnte man das hier dann oben drüber machen, wenn man da vielleicht, ja, das müsste man sich überlegen, ob das mit einem ging. Ja, damit ich da, ich mache das einfach so, ich probiere da irgendwo Rauke setzen und auf der anderen Seite diese, was hatte ich noch, Rote Rübe. Okay, das war vorher der Holzplatz, da habe ich mal Holz gehackt von den verschiedenen Abfällen. Und das habe ich jetzt da hin verlagert. Und der war vorher auch dahin, habe ich zwei gehabt. Naja, gut. Ja, und das, was ich bisher als Wunder, sowas Gutes hatte ich überhaupt noch nie, das ist dieser Knoblauch hier. Also das ist ja fantastisch. Und ich denke mir, mein Vater hat immer gesagt, man muss das rausfinden, was wächst. Genau. Und ich denke, Knoblauch, der da wächst auch sehr gut. Mangold und da oben sind die Kartoffeln. Ich finde das ja faszinierend. Und da hatte ich ja diesmal noch eine Reihe dazwischen gemacht, aber das habe ich schon mal alles erzählt. Die kommen auch schon. Also ich bin mal gespannt. Das ist das Schöne, wenn man die Sache nicht so klar vorhersehen kann. Ich finde das spannend. So ein Forscher. So eine Art Forscher, Gartenforscher. Da gibt es von Roald Dahl einen guten Beitrag. Rhabarber ist das. Ob man das essen kann? Nein, weiß nicht. Das ist der Lautforscher, heißt der. Ich glaube, schon mal erzählt. Der hört die Pflanze. Und es ist ganz schlimm, wenn dann einer den Pflanzen, den Baum fällt und dann hört er den Schrei. Der Lautforscher. Und sein Nachbar, der ist gerade dabei, den Rasenmäher zu. Oh, Jesus, ne. Ich weiß nicht, ob er ihn umbringt oder so. Aber das ist dann Roald Dahl. Der forscht halt auch. So.
Und das hier ist mein Magerrasen. So hat es mein Kumpel mir verklickert. Der hat jahrelang dann gearbeitet, dass er einen Magerrasen kriegt. Und ich muss jetzt mal sagen, der ist mir mittlerweile zu mager. Weil der hat überhaupt keinen Humus unten drunter. Das ist dieser verwitterte Granit. Oder da ein Maulwurf, noch ein Maulwurf und schon ist alles blank. Das gefällt mir jetzt aber auch nicht mehr. So schön ist das jetzt auch nicht. Muss mir auch noch was einfallen. Aber das da finde ich schon gut. Was auch immer das ist. Und das gefällt mir. Das wächst auf diesem Granit-Ding. Und hier unten sind die Erdbeeren. Die Wilderdbeeren. Und das da ist irgend so, das wird so eine große Staude. Auch alles Unkraut. Alles Unkraut heißt das. Unkraut. Und dieses da, das gefällt mir ja. Da würde ich den ganzen Hang am liebsten unten fest vollsetzen. Da müsste man nur wissen, wie man da einen Ableger macht. Und dann würde ich das sofort machen. Das finde ich fantastisch, oder? Und meine Kaninchen mochten das auch. Die haben das immer morgens, da waren sie immer da und haben das abgefressen. Und wer auch, guck mal dort, das ist der Buchsbaum. Den habe ich stehen lassen und habe ihm eine Chance gegeben. Zack, kommt er wieder. Vielleicht ist er jetzt resistent gegen diesen blöden Züssler da. Das ist schon ein Armutszeugnis, wenn so ein ganzer Baum abgefressen wird. Ne? Und das da ist Lavendel. Da habe ich alles Mögliche schon versucht, aber der Lavendel hat es jetzt gepackt. Und nebendran habe ich schon wilde, was ist das? Salbei. Ist jetzt überall Salbei und Lavendel. Finde ich gut. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich den ganzen Thymian, den Stodi gesetzt, das habe ich keinen mehr da oben. Naja, dumm gelaufen.